Oh Mann, ey. Ist heute noch jemand da? Ja. Schresser ist noch da. Gut. Boah. Leute, Alter. Ganz ehrlich. Hab irgendwie zu trinken geholt. Und Joghurt. Um 20 Uhr. Ich bin fertig. Hör mal. Danke, vielen Dank. Oh mein Gott, ich bin irgendwie. Das war jetzt gar nicht so anstrengend, aber. Ich bin da jetzt mit Bademantel und Kram raus. Ja, ich weiß, ich habe vorhin geduscht um 16:30 Uhr und zwar und. Oh, ja. Wo war ich denn? Stimmt, wie man muss eigentlich. Wo bleiben eigentlich die anderen? Kommt noch wer? Wundert mich, dass du da bist, Chesra. Und die anderen Bimsen hin. Bimsen. Wo sind die anderen Leute hin? Die anderen. Wenn da jetzt nicht noch irgendjemand reingeschneit kommt, in den nächsten paar Sekunden fange ich auch nicht mal an. Nein, nicht verlassen. Nur spielen. Also, ja, ich wollte eigentlich sagen, wir spielen heute. Also, habe ich das vorhin fertig erzählt, weiß gar nicht. War Tools. Und da spielen wir erstmal so lange, wie lange ich und ihr Spaß an dem Spiel habt. Dann wechseln wir irgendwann mal rüber zu Greifen und die Spinne. Und. Ach, mein Bibbe. Sorry für Verspätung. Ja, gut, dann. Ach, Black fühlt sich heute nicht so gut. Na dann. Dann sind wir wenigstens zu zweit. Ja. Also nochmal für dich, Bibbe. Wir spielen jetzt War Tools, ein Epic Game Maker 2003 Spiel. Und danach irgendwann, wenn ich die Muße dazu habe, die Lust dazu habe, Greifen und Spinne jetzt noch. Ich habe das Spiel ein bisschen. Habe ich ein bisschen mehr Lust auf das Spiel hier. Wenn wir mal eben kurz minimieren. So. Und ja, War Tools, wer die noch nicht, was es ist. Ich fange jetzt eigentlich mal an. Jetzt nach einer halben Stunde Verspätung. Was also nicht verpasst, nur dass ich hier wegrennen musste wegen Sachen hochholen. Das ist. Was wieder bei der BVG? Bundesverkehrsgesellschaft oder was? Denke ich mal. Also. Bus und sowas. Na gut, neues Spiel. Endlich mal hier. Wenn wir mal zu was kommen. Eine Kugel trifft, ein Kind vermisst, Kindessoldat es ist. Keine Wahl im Krieg, jedes Kind verhilft zum Sieg, ob tot oder lebendig, Hauptsache wendig. Ein Kindersoldat weint, keiner weiß, was es meint. Alle sehen es, wie es scheint. Kann ich drücken? Ja, okay. Der Frieden ist fern, erst müssen es die Erwachsenen lernen. Die es unendlich erschweren. Keiner weiß, was Frieden ist. Oder hat es schon wer vermisst. Dass wer die weiße Fahne hisst. Das war ein bisschen komisch, der Satz. Kann man Frieden lernen? Die Gedanken nicht weiter versperren. Der Kindersoldat hätte es gern. Tekna 15 oder Tekna 15. Jojo. Jojo-Effekt ist damit gemeint, glaube ich. Nee, ich wohne nicht in Berlin. Oh, die Musik ist ein bisschen laut. Red Cube präsentiert. Voll die epische Musik, ey. Nee, ich bin ja in Thüringen. Okay. Ja, typisch dieser Liebereien. Jetzt fangen wir auch noch mit Verhandlungen an. Mann. Na und? Vielleicht führt es ja zu was. Immerhin hat die Regierung bereits. Also Bus und Bahn. Bei uns ist dafür der PNG verantwortlich, die Personennahverkehrsgesellschaft Thüringen.
also Südthüringen und bekannt dafür doch zu verspäten. Nein, ich auch hier die Bahn, oder? Meine Güte, könnt ihr denn an nichts anderes denken? Unser Jüngster wird heute eingeschult. Sein allererster Schultag. Oh Gott! Ja, das ist einer der wenigen Ratschaffee in den Spielern, muss man sich dran gewöhnen. Ist es nicht auch so ultra schlimm? Ich bin ja so stolz und aufgeregt, dass du dich aber auch ja anständig benimmst. Ja, mein Schatz. Ein Spiel von Aaron Klaus oder Aaron Klaus, keine Ahnung. Also, Mikey hat ihn ja Aaron Klaus ausgesprochen. What the fuck? Herzfrequenz stabil, Kreislauf- und Lungenfunktion stabil. Parameter zeigt positive Hirnfunktionen. Herzfrequenz steigt weiter an. Riss der Fruchtblase und des Züchtungskokons entdeckt. Sicherungsnadel einführen. Verkabelungen aus dem Nackenbereich entfernen. Seien Sie vorsichtig, dass Sie nichts abreißen. Für verkrüppelte oder behinderte Zadi, du ist eh nichts. Was? Klaus? Ach so. Ja. Ach ja, die Twitch hat jetzt nur 15 Sekunden Delay, ne? Glaube ich. Basierend auf dem Projekt Shorts. Ey, ihr hat recht, Shorts. Hör mal nun durch. Naja. Ja, benehm dich bloß, Brüderchen. Weißt du, was sie mit unartigen Kindern machen? Die sperren sie dann in den Schrank.